Wenn ich schon einmal in meinem Leben ein Heckantriebfahrzeug besitze, dieses Fahrzeug auch noch tendenziell zu wenig Leistung hat, weil es ja ein Sauger bleibt, dann muss wenigstens das Diff hinten alles, was geht, sein, damit wir immerhin maximalen Fahrspaß rausholen. Ne? Normalerweise würde ich Folgendes machen, würde sie ungefähr genau hier abschneiden. Die Krümmer? Mhm. Würde einen Bogen nach oben setzen und zwei Turbolader draufschrauben. Wir können ihn unmöglich so einfach da reinnehmen. Nee, dann lieber ohne Motor. Wie ich sehe, hat sich hier richtig was getan. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also Ron, du hast mich mal wieder sprachlos gemacht hier. Als ich hier gerade reingekommen bin und das gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, ist es auch selbst hier schon wieder dezent leicht eskaliert. Ein bisschen. Ja. Überall Alcantara, außer die Türverkleidung. Vor allem Alcantara geht halt einfach immer, ne? Ja. Es ist immer wieder so. Himmel ohne Schiebedach, den mussten wir ja eh machen, das heißt, da hatten wir ja eh keine Variante, keine Auswahl. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es bei den Baujahren, gab es da schon serienmäßig Alcantara? Nee, ne? Auch nee. Ich glaube nicht. Ne. Simo BMW vielleicht, aber... Ich weiß schon, wenn ich Max das gleich zeige. Wir fahren nämlich direkt weiter, weil das direkt heute noch eingebaut werden muss. War auch wieder ein extrem sportliches Zeitfenster. Ja. Deswegen auf jeden Fall da auch wieder vielen Dank, dass das alles so geklappt hat. Aber wenn man diese Sachen schon einmal ausgebaut hat, dann muss man das schon angehen. Warte mal, die ist so. Genau. Krass. Schon ein leichter Unterschied zu vorher. Ja, das wird schon plüschig am Ende alles, ja. Ne? Vor allem mit den Sitzen und so, ich glaube, da fühlt man sich auch richtig wohl in der Kiste. Ja. Und dann guckt euch sowas an, der kaputte Typ. Das sind eigentlich die Ablagen links, rechts im Kofferraum, wo die Batterie drunter ist. Ne? Ja. Selbst da nicht einfach, jeder andere hätte jetzt hier einfach Alcantara drauf geklebt. Ja. Nee, das ist richtig mit Pappe drunter. Lange überlegt, was wir aus diesen Türpappen machen können, weil dieser ganze Einsatz wurde getauscht. So. So wie die Türpappe jetzt aufgebaut ist, ist das Original CSL-Style. Wir wollen ja CSL bauen. Das heißt, dieses ganze Geraffel, was halt irgendwie, sieht erstmal krass, zieht euch mal rein, wie abgenutzt es dann doch war, ne? Wenn man es jetzt so sieht. Jetzt gibt es von der Firma Carbonius aus Spanien diese Carbon-Einsätze im CSL-Style. Gibt auch passend den Griff dazu, weil Original, also wirklich in dem Fall, ich glaube eine Original-Türpappe 6.000 Euro vom CSL. Ja, ja. Ja, Ron, ich würde sagen, ihr habt euch mal wieder selbst übertroffen. Ich denke mal, da haben wir in Kombination mit den Sitzen das Maximum aus diesem Innenraum wieder rausgeholt. Und ist für mich auch ehrlich gesagt schon nah an dem Ideal. Weil ich mag, dass das nicht alles Alcantara ist, sondern Glattleder, Carbon, genau. Alcantara, so diese Mischung in Summe. Ja, die kleinen Akzente, ja. So ein Himmel in Alcantara geht immer. Guter Blase, alle Säulen. Geil. Ja. Alles klar. Und weiter geht's nach Bamberg. Zusammenbauen. Also einige Stunden später, wir haben schon einige Sachen angebaut. Was sagst du? Geil? Gut gemacht? Wird Chef, ne? Das Ding wird so übel. Also. Was ich richtig, richtig krass finde, vor ein paar Stunden lagen diese Teile noch auf dem hellen Boden und man dachte, Alter, sind die schwarz. Und jetzt guckt euch mal bitte an, die Hutablage neben dem schwarzen Lack sieht aus wie weiß. Ja. So, doch, ich finde das krass. Da sieht man mal, wie tief schwarz diese Schwarzheit wirklich ist. Ne? Das ist halt wirklich. Ja. So, wir haben in den letzten Stunden zumindest schon mal die Basis geschaffen. Das heißt, Armaturenbrett ist drin, Mittelkonsole ist drin, Lenkrad ist drin. Jetzt muss halt allererstes Himmel rein. Genau. Damit wir dann Türpappen, Säulen und so weiter machen können. Ne? Himmel, ABC und dann ganz zum Schluss die Scheiben. Jo. That's the plan. Okay. Das heißt, jetzt machen wir uns an die coolen Arbeiten. Oh ja, ich finde Motorschrauben auch ganz cool. Aber wenn alles gut läuft, können wir euch gleich richtig was Cooles zeigen. So, und das ist jetzt so eine typische Stelle, wo es richtig Bock macht, wenn die Scheiben nicht draußen sind. Wo ich sag mal, 9 von 10 Himmeln beim ersten Scheibenwechsel festgeklebt werden.
Kann passieren. Alter, warte, wir müssen hier noch einmal wieder rausziehen. Das müssen wir noch mal reinstecken hier. Das ging ja gerade sowas von geil. Guck dich das an, Alter. Wie das reinflutscht. Das ist ein BMW. So langsam werden die Tage ganz schön lang hier, aber das Gröbste haben wir immerhin schon mal geschafft. Sitze sind drin, Lenkrad ist drin, ein bisschen Carbon ist auch schon da und ich muss sagen, das wird ein richtig schöner Innenraum. Vor allem sieht wirklich aus wie neu, ne? So, jetzt kommt allerdings der schönste Teil, auf den ich mich eigentlich am meisten freue. Die einfachen Sachen. Und zwar jetzt bekommt das Auto so langsam ein Gesicht. Das heißt, jetzt kommt die Veredelung. So, jetzt muss man dazu sagen, wir waren mal wieder ein bisschen shoppen in Spanien bei Carbonius. Diese Leisten gab es original beim CSL in Carbon. Ja. Gibt es die vom BMW aus noch? Boah, es gab noch vor ein paar Monaten vereinzelt ein paar Sachen, aber man merkt schon, also Bestände werden rar, alles was CSL-Teile angeht. Und es kann sein, dass du vielleicht noch die ein oder andere Leiste bekommst, aber ich glaube nicht mehr vollständig. Wir haben die auf jeden Fall hingeschickt und das sind unsere alten Leisten, die jetzt einfach einmal mit dem passenden Gewebe bezogen wurden, ne? Ja, genau. Ist richtig. War absolute Pflicht für mich, gab es auch gar keine Diskussion. Im Innenraum mussten diese Carbonleisten so rein, weil das macht das Auto einfach gleich 10-mal moderner. Ne? Ja. So, dann gibt es dazu auch noch ein paar Einstiegsleisten in Carbon. Und natürlich die altbekannten Chrom, Nieren und Chromkiemen. Sogar die sind nur original. Die gibt es noch original BMW CSL, ne? Ja. Echt krass, was es von BMW aus noch so gibt. Und auch gar nicht so teuer, ne? Was kostet ein Ding? 70 Euro oder so. Niegelnagelneu. Also, aber ich vermute mal, die Teile gibt es bei BMW einfach noch deswegen, weil es so viele Dreierfahrer gibt, die sich die Dinger halt reinflanken. Ich glaube, es kann gut sein, weil wenn du auf CSL zurückrechnest, bräuchte ich wahrscheinlich nicht mehr so viele Teile dafür. Aber, ja. Pass auf, lass uns mal ein paar geile Teile anbauen. Ich will das jetzt einfach sehen, wie das aussieht. Mhm. Du hast Beifahrerseite und Radioblende, ich habe Lichtblende. Ich wollte mir das angucken, wie du das machst. Echt? Ich wollte es genießen, wie dieses Carbon-Teil einmal. Weil der Effekt ist einfach brutal. Altes Auto, neues Auto innerhalb von Sekunden. Das war's. Kein Witz. Kannst du mir erzählen, was du willst? Also so langsam werde ich mit dem BMW-Innenraum auch warm. Das ist doch schön. Wir hatten kurz überlegt, ob wir das Armaturenbrett nicht auch noch in Alcantara beziehen. Haben dann aber gesagt, so ein bisschen Original-Style tut es im Auto auch immer ganz gut. In der Limo habe ich auch bis zum Schluss immer normales gehabt. Und deswegen... Also... Jawohl! Kann man für die Kamera sagen, ich mache es jetzt nicht ganz rein, weil uns fehlt natürlich noch die Radioblende. Betonung liegt auf Blende. Genau, CSL-Style. CSL hatte kein Radio? Also es gab bestimmt ein paar mit, aber die meisten, die ausgestellt sind oder die ich so kenne, die hatten keins. Ne, die haben nur eine Blende hier drin. Hier im Innenraum, seht ihr, ist auch schon Mittelkonsole vom CSL, auch von Carbonius. Vorderteil, Hinterteil. Und Spiegelverstellung auch. Spiegelverstellung jetzt in der Mitte, irgendwie auch witzig. Ne? Schaltsack fehlt noch, aber das hat Ron schon geil gemacht. Ne? Handbremssack fehlt. Ja, Handbremssack, sorry. Ja. Das hat Ron schon... Ich habe schon vorhin gesagt, also wenn man so ein bisschen in die Details geht und die feine Nähte hier sieht, auch wie akkurat, ist schon Wahnsinn, ja. Aber ich muss schon sagen, wenn ich jetzt so davor stehe, diese Kombination aus diesem BMW M-Stoff, Pole Position, Leder und das Lenkrad, mehr geht nicht. Mehr brauchen wir auch im Innenraum gar nicht, ne? Hier sieht man auf jeden Fall wieder richtig schön, dass das wirklich Vollcarbon-Teile sind, die so richtig in der Form Prepack gepresst werden. Ja. Das ist richtig schön leicht. Soll ich mal anfangen? Ja, mach mal. Ich glaube, ich habe die Fahrerseite, oder? Perfekt. Jawohl. Wird auch langsam.
Nun zum Motor. Ich glaube, das wird auf jeden Fall die kostspieligste Baustelle. Aber was soll ich sagen? Jeder von euch weiß es, S54-Motor ist bekannterweise ein Motor, der auch viele Probleme macht. Warnos, Ölpumpe, Pleuellager. Das heißt, so ein Motor gehört einfach komplett revidiert. Wir hatten aber zu diesem Zeitpunkt einfach keine Zeit mehr. Normalerweise wäre für uns passend, den Motor radikal zu zerlegen, das eine oder andere Upgrade noch mit reinbauen und wirklich einen neuwertigen, instand gesetzten Motor wieder einzubauen. An dieser Stelle hat dann doch am Ende leider die Vernunft gesiegt. Der eine oder andere hat es vielleicht damals in dem Video bei Max gesehen. Max hatte tatsächlich einen niegelnagelneuen CSL-Motor nebenan stehen. Er war bereit, mir diesen Motor zu überlassen. Das heißt, dieser Motor ist nach wie vor bei BMW lieferbar, allerdings Lieferzeit ungewiss. Der wird dann wirklich in dem Moment, wo ein Auftrag eingeht, im Werk zusammengebaut. Das heißt, gerne mal 6 bis 12 Monate Lieferzeit. Max hatte einen stehen. Der Preis für so einen Motor liegt bei ungefähr 10.500 Euro netto. Viel Geld. Jetzt muss man allerdings sagen, ich habe eBay Kleinanzeigen aufgemacht und war wirklich überrascht, was gebrauchte S54-Motoren kosten. Denn selbst gebrauchte Motoren, wie der Motor, der in diesem Auto eingebaut war, liegen immer bei 5.000, 6.000 Euro. Jeder, der ein bisschen zusammenrechnen kann, Ölpumpe, Warnos, Pleuellager etc., eine Revision von diesem Motor wäre an dieser Stelle definitiv mindestens genauso teuer gewesen. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, es muss ein neuer CSL-Motor rein. Boah, ich weiß echt nicht, ob ich das kann. Also ein 6er im Lotto ist ein Witz dagegen. Ist schon nicht schlecht. Es ist untertrieben nicht schlecht, muss man schon sagen. Ich glaube wirklich, ich habe in meinem ganzen Leben selber noch nie einen niegelnagelneuen Motor verbaut. Ich muss ehrlich sagen, ich auch nicht. Weil ich habe ihn... Ich habe mir einen neuen Motor für ganz besondere Fälle aufgehoben und irgendwie war der besondere Fall noch nie da, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Weil immer so das Auto, ach nee, machen wir nicht und dann, weiß nicht, aber ich glaube jetzt... Jetzt ist der besondere Fall eingetroffen. Ja. Okay. Also das ist wirklich geisteskrank, dass es sowas überhaupt noch gibt. Leck mich am Arsch, aber das ist halt wirklich, ja, das ist schon wirklich... Königsklasse. Ja, oben drüber. Alter, ein niegelnagelneuen CSL-Motor. Ist der noch relativ frisch gebaut oder steht er schon seit 20 Jahren jetzt? Der ist frisch gebaut. Frisch gebaut sogar? Also, ja, ich habe ihn, ja, er ist frisch, also ich habe ihn bestellt, musste ein Jahr warten. Damals, will ich jetzt mal sagen, damals ist nicht lange her, aber ich habe ein Jahr fast gewartet. Und im Grunde, nach 10-mal Nachfragen, hatte ich es schon aufgegeben. Ein BMW-Händler hat immer gesagt, naja, die können nachfragen, aber er kann mir kein Lieferdatum nennen. Und dachte ich irgendwann, naja gut, war eh für die Katz irgendwie. Und irgendwann, an einem Freitagmorgen, als die Sonne schien, ruft mich BMW an, ah, ihr Motor ist da. Sag ich, welcher Motor? Ja, ich habe noch einen Motor bestellt. Sag ich, ja, vor 365 Tagen. Ja, dann bin ich zu meinem BMW-Händler gefahren und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Ich dachte, erst irgendein Dieselblock oder irgendwas für den Kunden halt, ne? Dann dachte ich mir, das gibt es nicht. Ja. Und dann stand er da. S54 B32 aus dem CSL. Total. Jetzt muss man noch kurz erklären. Dieser Motor CSL 360 PS ab Werk. Mhm. Das heißt sogar mehr Leistung. Nicht nur neu, sondern auch mehr Leistung. Ja. Was ist daran alles anders? Einlassventile, Größe der Einlassventile. Echt sogar größer. Das heißt, der Kopf muss auch eine andere sein? Ja. Ja. Ich meine, es ist schon echt krass, wenn man hier so reinguckt, die Kanäle sind. Also echt der Basiskopf nicht, aber er ist halt größer gefräst beim CSL. Genau, beide Nockenwellen sind anders. Und ein paar Feinheiten in der Mechanik, wie zum Beispiel Lagerstellen und so weiter oder Lager selber, Beschaffenheit der Lager. Genau. Ist in der BMW-Szene irgendwie bekannt, dass diese Motoren speziell gut laufen oder gibt es da einfach so wenige von, dass man da gar nichts drüber weiß? CSL-Motoren oder S54? CSL-Motoren. Im Vergleich zu S54-Motoren. Die laufen genauso gut. Also das ist völlig egal. Haben die den gleichen Kennbuchstaben oder heißen die anders? Nee, heißen auch S54, B32. Nur ein intern anderer Code für den CSL-Block. Beziehungsweise eine andere Teilenummer. Ja. Also ich bin wirklich sprachlos. Ich muss wirklich sagen, war für unser perfektes Auto definitiv die perfekte Entscheidung. Auf jeden Fall. Neuer Motor, alles dran neu. Neue Ölpumpe, neue Warnos.
Wir müssen ihn leider einfahren. Dazu passend zu dem Rest des Autos ein CSL-Motor. Ja, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir da die ganzen Anbauteile rankriegen. Vor allen Dingen auch krass, ne? Du hast den Thermostat Flansch mit dran. Du hast eine neue Wasserpumpe, müssten sie ja gar nicht machen. Sensorik, Nockenwellen, Kühlwellensensor ist dran. Und hier ist sogar nagelneuer originaler Ölfilter schon drin. Das heißt, du schraubst nur die Drossel ran, steckst den Kahlbaum ran, Krümmer und los geht's. Und los geht's, ne? Ja, also alleine Pumpe und das ganze Setup hier bist schon wieder bei über 1000 Euro mit Thermostatgehäuse. Das musst du auch neu machen. Also das ist Wahnsinn. Ja. Einfach nur crazy. Aber der wird so sexy aussehen da drin. Also. Ja, da bin selbst ich wirklich sprachlos. Weil neu ist halt einfach neu. Neu ist treu. Neu ist auch nicht überholt, neu ist auch nicht instand gesetzt, sondern neu ist immer besser. Da muss man sich schon fast überlegen, was dann auf diesem Tacho steht. Ne? Mhm. Ehrlich so. Ja, also. Weil bis jetzt bleibt ja langsam nicht mehr viel. Ne? So, Step Nummer 1. Die Einzeldrossel, welche ich vorher komplett zerlegt hatte, gereinigt, justiert, gefettet und so weiter, ist wieder zusammen. Wird in diesem Fall als allererstes an den neuen Motorblock montiert. Im gleichen Zuge wird die komplette Unterdrucksteuerung gereinigt, zerlegt, neu abgedichtet. Ihr seht es, neue O-Ringe aufgezogen. Das Ganze ist für die Standgasregelung dann natürlich montiert. Weiter geht es dann mit den ersten Stücken des Kabelbaums. Hier ist wichtig, dass man wirklich von Anfang bis Ende jede Leitung oder jedes Kabel dorthin verlegt, wo es auch werkseitig war. Ist das nicht der Fall, wird am Ende irgendwo ein Stecker nicht passen oder der Kabelbaum zu kurz sein. Immer eine wunderschöne Sache, so neue Kabelbäume an neue Motorblöcke zu montieren, könnte ich mich wirklich dran gewöhnen. Dann geht es weiter mit den Gummistopfen für die Befestigung des Luftsammlers. Diesen stecke ich mal kurz Probe. Warum? Auch am Luftsammler ist Sensorik, zum Beispiel der Ansauglufttemperatursensor. Dieses Kabel wird überprüft, ob es dahin gelangt, wo es hin soll. Gleichzeitig schaue ich unter der Brücke, ob auch alle Kabel dort in die vorhandenen Kabelhalter eingefügt werden können. Dann geht es weiter mit Verlegung der Kabel auf die andere Seite Richtung Krümmer. Dort sind dann die Anschlüsse für die Lambda-Sonden zu finden zum Beispiel. Des Weiteren werden auf der Auslassseite neue Stehbolzen montiert für die Montage dann später für den Fächerkrümmer. Inklusive nagelneuem Kupplungspaket, Druckplatte und Kupplungsscheibe sind neu. Und dann hängen wir den ganzen Motor an den Motorkran für die Vormontage des Vorderachsträgers an die Motorlager und die Motorhalter inklusive der Fächerkrümmer. Das alles ist viel einfacher, wenn man es vorher vormontiert, als dann am Ende im Fahrzeug zu machen. Jetzt geht's weiter, ein, zwei Handgriffe sind noch zu machen. Dann wird der Motorblock auf eine Palette gesetzt. Das Ganze schon so ausgerichtet, wie es mal in Montageposition ins Fahrzeug soll. Das ist immer so ein bisschen fieselige Arbeit. Hier ein Klotz, da ein Klotz, aber am Ende muss es dann natürlich nur schön gerade dranhängen. Auch das Getriebe wird schon von uns vormontiert. Das ist dann einfach eine mega einfache Sache, den ganzen Antriebsstrang wunderschön ins Fahrzeug zu heben. Aber wenn man jetzt so hier vorsteht, ist schon mega, ne? Genau richtig. Was krass ist halt in der Zeit, wenn du siehst, was man erschaffen hat, ne? Ich finde auch diese Spiegel sexy vom M3, vom E46. Die können auch was. Gibt's jetzt irgendwas, was dir noch nicht so zusagt, oder? Nö, doch. Geht alles passt, so, ne? In die richtige Richtung.